Sehr geehrter Herr Pfarrer, geschätzte Pfarrgemeinde von Sulz, an diesem 5. Fastensonntag sind wir schon sehr in der Nähe von Ostern. Die Fastenzeit wird in kirchlichen Dokumenten die österliche Bußzeit bezeichnet. Das meint, dass religiös betrachtet es in diesen Wochen nicht nur ums Fasten, sondern in erster Linie um eine Umkehr und um eine Neuausrichtung auf Gott geht. Fasten wiederum meint in dem Zusammenhang nicht zu hungern, sondern nur das zu essen, was der Körper braucht. Ausgenommen davon sind bekanntermaßen die Sonntage. Wie heißt es beim Evangelisten Matthäus? Beim Fasten soll man kein finsteres Gesicht wie die Heuchler machen. Das meint, Fasten gilt als eine bewusste Entscheidung und soll deshalb eine Freude sein. Es geht darum, unseren Lebensalltag zu überbrücken und überdenken, und man sollte dabei merken, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ein zentrales Element neben dem Fasten, Beten und Bibellesen ist das Hinschauen auf die Armen. Denken Sie nur an die Fastensuppenaktion. Hier schenken viele Pfarrer Suppen aus, und mit dem Reinerlös werden verschiedene karitative Projekte im In- und Ausland unterstützt. Der Gedanke ist, Fasten ermöglicht das Teilen mit denen, die es notwendig haben. Ein weiterer Gedanke ist, dass man durch die Einschränkung das gesparte Geld den Armen geben kann. Als ehemalige Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung in der Diözese Feldkirch hatten wir das Fastensuppenessen zu Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch ins Landhaus gebracht. Es hat sich aus meiner Sicht sehr bewährt, weil wir gleichzeitig immer ein internationales Frauenprojekt vorstellen und mit dem Reinerlös das Suppenessen dieses unterstützen konnten. Nach meiner Zeit in der Frauenbewegung wurde ich gefragt, Firma Hilft als Nachfolgerin von Frau Elli Böhler in der Funktion einer Koordinatorin tätig zu sein. Dieses ehrenwerte Angebot habe ich nach kurzem Überlegen angenommen. Jetzt bin ich schon wieder 7 Jahre Firma Hilft tätig. Man hört oft die Frage, ich will spenden. Aber wofür? Und kommt mein Geld wirklich an? Was passiert mit meinem Geld? Versickert es in der Bürokratie? Bringt es wirklich etwas? Verstehen Sie mich recht, ich will hier keine Werbung für meine Hilfe betreiben. Aber die Fastenpredigt bietet mir Gelegenheit, diese Arbeit kurz vorzustellen. Ich weiß mittlerweile noch besser, dass es auch im Vorarlberg viele Menschen gibt, die in Not sind. Darunter sind Menschen, die ihre Not verstecken und sich dafür schämen. Ich weiß, dass Notlagen sehr schnell ausbrechen und sich Menschen unvermittelt in einer völlig neuen Situation finden. Jobverlust, Scheidungen, Krankheit, Tod eines nahen Angehörigen sind Gründe, die ein Leben von einem Tag auf den anderen verändern können. Es ist ein gutes Gefühl, genau dann helfen zu können. Schnell, unbürokratisch und treffsicher. Wenn die Hilfe dann wirkt, die Betroffenen den Rang kriegen, dann ist das eine Genugtuung für mich. Mich emotionalisiert bei dieser Arbeit besonders, wenn Kinder betroffen sind. Sie sind die unschuldigsten Opfer von Schicksalsschlägen. Ihr Leid sehen zu müssen, bewegt mich sehr. Wenn ich dank Man hilft und den vielen Vorarlbergern, die Man hilft unterstützen, Kindern helfen kann und ihnen die Traurigkeit nehmen, dann weiß ich, warum ich diese Tätigkeit hier mache. Das bereitet mir große Freude. Wie unterstützt man hilft?
Wie gesagt, wir versuchen treffsicher zu sein. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die einfach nur Geld geben. Wir helfen dort, wo das Problem ist. Beispiele: Wir finanzieren Heilbehelfe, übernehmen Mieten, zahlen bestimmte Ausgaben für Kinder, beteiligen uns an wichtigen Anschaffungen im Haushalt oder in Bezug auf Mobilität. Wir unterstützen sehr oft mit Lebensmittelgutscheinen als Soforthilfe. Gelegentlich helfen wir auch mit Bargeld aus, aber das ist eher die Ausnahme. Ein wichtiger Teil unserer Hilfe ist die Unterstützung von großen Hilfsorganisationen geworden. Bei diesen finanzieren wir zum Teil Projekte mit und statten sie mit einem beachtlichen Geldbetrag aus, mit dem sie Menschen in Not zur Seite stehen können. Diese Organisationen wie die Lebenshilfe, das Kinderdorf, die Krebshilfe, Tischlein Deck Dich oder Netz für Kinder, um nur einige zu nennen, haben oft viel größeres Wissen darüber, wo die Not ist und wer konkret Hilfe braucht. Diese Partnerschaften pflegen wir seit circa 3 Jahren. Sie haben das Spektrum von Man hilft um vieles erweitert. Wie schaut meine Arbeit aus? Das mit den Partnerschaften hat Man hilft Obmann und Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten Gerold Riedmann eingefädelt. Sie funktionieren wirklich hervorragend. Ich konzentriere mich sehr auf individuelle Schicksale und Notfälle, reise im ganzen Land herum, um die an uns gerichteten Gesuche zu überprüfen. Regelmäßig bespreche ich mich mit Man hilft Vize-Obmann Klaus Hämmerle. In gemeinsamen Gesprächen suchen wir da nach den besten Möglichkeiten für eine zielgerichtete Hilfe in Einzelfällen. Leider sind auch unsere Aktivitäten sehr von Corona eingeschränkt. Ich kann derzeit nicht mehr so mobil und flexibel sein. Wie kommen die Leute zu Man hilft? Sie schreiben uns, entweder per Mail oder per Post. Ich erhalte auch zahlreiche Anrufe. Natürlich verlangen wir auch Belege für die Notwendigkeit der Hilfe. Schließlich sind wir das unseren treuen Spendern schuldig. Es ist unser Anspruch, sehr verantwortungsvoll mit den Spendengeldern umzugehen. Das wissen die Spender sicher auch. Genauso wissen sie, dass wir das gespendete Geld 1:1 für jede einsetzen, die es brauchen. Bei uns gibt es keine Verwaltungskosten. Man hilft wird von der Buchhaltung der Vorarlberger Nachrichten administriert. Das ist schon ein großes Plus. Wir alle wissen, nichts hat unseren Alltag so fest im Griff wie das Geld und wie heißt es so fröhlich klingen, Geld regiert die Welt. Die Tragweite dieser Redensart kann man nicht unterschätzen. Das Geld bestimmt jeden von uns, den Lebensstil, den wir uns leisten und letztlich auch das Selbstwertgefühl in einer Gesellschaft, in der fast alles auf den Materialismus ausgerichtet ist. Es gilt der Satz, habe ich viel, kann ich mein Leben genießen und mir etwas leisten, habe ich wenig, reicht das Geld womöglich nur für das Allernötigste. Zwangsläufig müssen wir uns als Verein, aber auch als Betroffene intensiv mit dem Thema Geld beschäftigen. Was vielen in diesem Bereich Arbeiten auffällt und auch eine der großen Schwierigkeiten und Problemstellungen liegt, ist der richtige Umgang mit Geld. Der ist entscheidend. Mir kommt vor, da wäre sehr viel mehr Auseinandersetzung mit dem Thema Geld notwendig. Das frage ich mich nicht nur als Koordinatorin von Man hilft, sondern auch als Hausfrau, Mutter und Oma. Meint man noch vor Jahren, dass Kinder nichts oder wenig von Geld und finanziellen Angelegenheiten mitbekommen, dann ist das erwiesenermaßen unrichtig. Studien zeigen, Heranwachsende nehmen bereits früh wahr, welche Bedeutung Geld in der Familie hat.
Aus der Sicht der Erziehungsberechtigten ist es daher wichtig, Kindern frühzeitig den Zusammenhang zwischen Arbeit und Lohn, zwischen Geld einnehmen und Geld ausgeben, nahezubringen. Das Taschengeld ist eine bewährte Methode, um den Umgang mit Geld zu lernen. Es gilt schon auch zu bedenken, dass Frauen als Alleinerzieherinnen enorm viel leisten, nicht zuletzt auch jetzt wieder in der Corona-Krise. Einerseits der Druck, die Arbeit zu behalten und andererseits Kinder während der Zeit auf Distance Learnings abseits der Schule zu Hause zu beaufsichtigen. Extrem schwierig wird die Lage für Alleinerzieherinnen und Familien, wenn es unvorhergesehene Ausgaben gegeben hat. Da müssen oft neben den erforderlichen Kosten für den Alltag Raten getilgt werden. Und die werden sprichwörtlich zu unlösbaren Problemen. Da komme ich nochmals zurück auf Man hilft. Wir bieten keine Dauerunterstützung, sondern helfen dem Vereinszweck entsprechend Menschen, um eine Notlage zu überbrücken und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Man hilft ist als gemeinnütziger Verein anerkannt, was eine Absetzbarkeit der Spenden für Einzelpersonen wie auch für Firmen ermöglicht. Das will ich der Ordnung halber noch erwähnen. Welcher Geldbetrag auch immer bei Man hilft eingeht, er landet mit Sicherheit zu 100% bei jenen Vorarlbergern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wer auf die Not der Menschen schaut, bleibt nicht ungerührt. Im Rahmen einer Fastenpredigt können im Zusammenhang mit der Not auch die Güte und die Barmherzigkeit erwähnt werden. Gütig und barmherzig, das gehört zu den zentralen Aussagen über Gott im Alten und Neuen Testament. Und das meint Gott und hört die Not derer, die unterdrückt werden und greift helfend und rettend ein. Nach dem Evangelist Matthäus werden wir Menschen danach beurteilt, ob wir die Hungernden gespeist, die Gefangenen besucht und die Nackten bekleidet haben oder ob wir all dies gerade nicht taten. Geleitet ist dieser Gedanke von der Vorstellung, dass konkrete Hilfe nicht nur dem guten Willen Gottes entspricht, sondern dass die gute Tat unmittelbarer Gottesdienst ist. Das ist das Sprichwort Gottesdienst. Gebe somit das Wort zurück. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine erbauliche Fastenzeit.